Heute zeige ich euch, wie meine aktuelle morgendliche Hautpflegeroutine aussieht. Im ersten Step geht es für mich unter die Dusche und dort wird die Basis hergestellt für eine effektive Hautpflege. Und zwar wird dort meine Haut gereinigt. Ich reinige meine Haut jeden Morgen mit unserem Daily Facial Cleanser in Kombination mit unserer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste, damit ich so meine Haut nicht nur porotiv reinige, sondern gleichzeitig auch pflege. Denn unser Daily Facial Cleanser ist angereichert mit Vitamin C, Hyaluronsäure, Tigergras, Aloe und Extrakte wie grüner Tee und Kamillenblüten, wodurch die Haut nicht nur optimal gereinigt wird, sondern gleichzeitig auch geschützt wird, ohne sie dabei auszutrocknen. Im zweiten Step geht es dann tatsächlich wieder raus aus der Dusche und wenn ich mich abgetrocknet habe, dann ist mein Körper dran mit der passenden Pflege und zwar benutze ich dann eine passende Bodylotion. Und dann werden gerade auch die Hautpartien eingecremt, die zum Beispiel sehr dazu neigen auszutrocknen, wie zum Beispiel mein hinterer Oberarm, der Trizeps, denn der ist tatsächlich des Öfteren mal rau und trocken. Im dritten Schritt widme ich mich wieder meinem Gesicht und zwar getreu nach dem Motto von dünn nach dick. Was bedeutet das? Ich benutze jetzt ein Serum, um meine Haut passend zu hydratisieren und natürlich auch die Hautelastizität hochzuhalten. An dieser Stelle sei noch gesagt, ich nutze für die Gesichtspflege natürlich auch mehrere Produkte, denn ich kann nicht erwarten, dass ein Produkt tatsächlich alle meine Probleme löst. Im vierten Schritt geht es weiter mit meinem Bartöl. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe Bartöl gesagt. Denn die unter dem Bart liegende Haut, die muss logischerweise auch passend hydratisiert werden. Denn bei mir ist es so, dass genau die Haut unter dem Bart sehr schnell trocken wird. Und dann kann es unter Umständen sein, dass es vielleicht ein bisschen schuppig wird, dass die Schuppen vielleicht aus dem Bart herausfallen. Und das möchte ich natürlich nicht. Deshalb benutze ich dann im nächsten Step ein Bartöl. Denn das Bartöl versorgt nicht nur meine Barthaare mit Feuchtigkeit, sondern auch die darunterliegende Haut. Denn in dem Bartöl ist Arganöl enthalten, Macadamiaöl als auch Traubenkernöl, was nämlich meine Haut ebenfalls hervorragend hydratisiert und weich macht. By the way, Leute, alle Hautpflegeprodukte, die ich für meine morgendliche Hautpflegeroutine benutze, findet ihr logischerweise auch wie immer unten in der Infobox verlinkt. Im fünften Schritt geht es weiter mit der Haut unter den Augen. Die Haut unter den Augen ist wesentlich feiner als die andere Haut und neigt dazu auch schneller Fältchen zu bekommen. Und aus dem Grund bekommt die Haut an meiner Augenpartie bzw. meine komplette Augenpartie einfach besondere Pflege mit einem passenden Augengel. So beuge ich nämlich nicht nur dunklen Schatten und Augenringen vor, sondern sehe auch immer fresh und hydratisiert aus, wenn ich vielleicht mal nicht ganz so lange geschlafen habe. Im letzten Schritt geht es jetzt weiter mit dem restlichen Gesicht und hier nutze ich jetzt auch das dickflüssigste Produkt von meinen Hautpflegeprodukten und zwar meine Gesichtscreme. Ich nutze hier unsere neue Retinolcreme, die tatsächlich auch viele Anti-Aging-Wirkstoffe innehat, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Kollagen und auch Q10, um einfach einen positiven Effekt auf meine Hautelastizität auszuüben und zudem auch die Zellerneuerung zu fördern, weil ich ja auch tatsächlich nicht mehr der Jüngste bin. So Leute, ich fasse nochmal zusammen. Im ersten Schritt geht's los mit der passenden Reinigung unter der Dusche. Dann pflege ich den restlichen Körper mit einer Bodylotion. Dann geht's weiter mit dem dünnflüssigsten Produkt und zwar mit einem Serum für mein Gesicht. Dann mache ich weiter mit dem Bartöl, damit ich auch die unter dem Bart liegende Haut passend pflege. Weiter geht's dann mit einem Augengel, um die feine Haut unter den Augenpartien passend zu pflegen. Und ich schließe dann meine Hautpflege ab mit der Retinolcreme für das gesamte Gesicht. Das waren meine 6 Steps von der morgendlichen Hautpflegeroutine und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie viele Steps eure morgendliche Hautpflegeroutine habt. Bitte jetzt nicht schreiben, ich hau mir nur Wasser durchs Gesicht, sondern for real. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, wie es bei euch aktuell aussieht. Ich wünsche euch auf diesem Wege auf jeden Fall eine maximal erfolgreiche Haut und viel Spaß bei eurer Hautpflegeroutine.